Hallo, mein Name ist Michael Augustin, ich bin Rechtsanwalt. Eines meiner Schwerpunktgebiete ist schon immer die Erstellung von Verträgen, von allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Prüfung von solchen Texten, die Beratung dazu und auch die Verhandlung. Und ich habe jetzt zum Thema harmonische Geschäftsbeziehungen ein E-Book geschrieben, da finden Sie den Link unter dem Video. Ich freue mich natürlich, wenn Sie das runterladen, weil mein Interesse ist, dass ich dazu beitrage, Ihre Geschäftsbeziehungen zu verbessern, und zwar auf harmonische Art und Weise, eben ohne dass es da zu Streit kommt. Ich möchte jetzt in dem Video über ein Thema sprechen, was jetzt auch so ein Tipp ist zum, im Zusammenhang mit harmonischen Geschäftsbeziehungen, nämlich Ruhe bewahren. Es ist ja nicht so, dass hier alle ständig Interesse an harmonischen Geschäftsbeziehungen haben, sondern da gibt es natürlich auch Leute, die da irgendwie egoistischer sind oder vielleicht anecken. Und da sind natürlich jetzt auch rauere Verhandlungen zu erwarten. Da gibt es Ellbogentaktiken. Das ist dann zwar, vielleicht wenn man das von außen betrachtet, erscheint einem das auch dumm, weil dann geht es immer um kurzfristige Ziele auf Kosten von Vertrauensverlusten. Was jetzt vielleicht aus unserer Sicht hier, wenn man Interesse an harmonischen Geschäftsbeziehungen hat, eben eigentlich unsinnig erscheint, aber es gibt es trotzdem. Und das heißt, dass Sie erwarten müssen, dass auch Ihnen gegenüber mal Drohkulissen aufgebaut werden, dass Sie zeitlich unter Druck gesetzt werden oder dass gegen Ihren Willen irgendwelche vollendeten Tatsachen geschaffen werden. Also da, in solchen Situationen achten Sie immer drauf, bleiben Sie erstmal ruhig. Ja? Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken, bleiben Sie kühl, lassen Sie sich Ihr Denkvermögen nicht vernebeln und analysieren erstmal in Ruhe und möglichst scharfsinnig, was da die Hintergründe sind, was passiert ist, welche Argumente wurden vorgetragen, welche Motivation steckt da vielleicht dahinter. Je weniger die Gründe kommuniziert werden von der Gegenseite, umso mehr wird es wohl um irgendwelche Machtspiele gehen. Und da muss man halt herausfinden, ob Sie das Spiel weitermachen wollen und wenn ja, unter welchen Bedingungen oder ob Sie da vielleicht gleich irgendwie aussteigen, wenn das irgendwie geht. Ja. Wenn Sie jetzt vor Abschluss eines Vertrags sind und in den Vertragsverhandlungen kommt Ihnen die andere Vertragspartei hier irgendwie blöd, dann haben Sie normalerweise die Möglichkeit zu sagen, ich will den Vertrag dann eben doch nicht eingehen. Ja, wir schaffen es nicht, uns zu einigen. Es ist dann das einzige Problem, was sein kann, dass Ihnen in den Vertragsverhandlungen irgendein Verschulden nachgewiesen werden könnte. Aber das wird wohl normalerweise nicht der Fall sein. Überlegen Sie sich also, welche Alternativen Sie haben. Wenn Sie den Vertrag trotz dieser Unannehmlichkeiten eingehen wollen, dann machen Sie sich bewusst, warum. Sie sind hier derjenige, der agiert, und deswegen müssen Sie wissen, was Sie motiviert und was Sie da jetzt wollen. Erklären Sie dem Vertragspartner dann auf ruhige Art, dass Sie sein Verhalten hier unangemessen empfunden haben, dass Sie nicht wollen, dass so mit Ihnen umgegangen wird. Und danach können Sie dann erläutern, warum Sie dennoch den Vertrag eingehen wollen. Dabei können Sie dann auch Bedingungen an die Fortsetzung der Vertragsverhandlungen stellen und auch an die Erfüllung des Vertrags, wie man es dann im Vertrag vielleicht schriftlich auch festhält oder festhalten muss. So gesehen ist es vielleicht ein Vorteil, wenn da schon in den Vertragsverhandlungen irgendwas komisch ist, dann kann man sich dann im Vertrag absichern, dass wenigstens die Erfüllung des Vertrags besser funktioniert. Wenn ein Vertrag schon abgeschlossen ist und jetzt wir bei der Erfüllung des Vertrags sind und dann solche Probleme aufkommen, dann ist es erst recht wichtig, dass man ruhig bleibt und dass Sie frühzeitig abwägen, welche Argumente hat der Vertragspartner hier vorgetragen und wie sind demgegenüber Ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten. In der Situation ist es wichtig, dass Sie sich möglichst frühzeitigen rechtlichen Rat holen. Ja, das ist, hier ist der Moment, wo man noch Weichen wirklich stellen kann. Wenn jetzt hier von Ihnen vielleicht eine unüberlegte Handlung kommt und man dann, wenn Sie jetzt falsch agieren, dann kann es sein, dass die ganze Situation eskaliert und dass man dann am Schluss gar keinen anderen Ausweg hat, mehr als vor Gericht wieder die Sache zu bearbeiten. Und jetzt ist aber, wenn der Streit am Anfang ist, haben noch den größten Gestaltungsspielraum. Also da ist es, meine ich, wichtig, wenn man da sich einen Anwalt holt. Und lassen Sie sich eben auf keinen Fall zu unüberlegten, impulsiven Handlungen oder Aussagen provozieren. Ja, da ist dann gleich, dass Ihnen so eine Reaktion erst recht vorgeworfen wird, die Situation eskaliert. Und vielleicht ist das auch gerade die Absicht des Vertragspartners, dass er Sie provoziert, damit er vielleicht aus irgendeinem Grund hier Ihnen was vorwerfen kann. Wer weiß, warum er das vorhat. Ja? Also, wichtig ist, dass Sie sich in dem Moment auf Ihre Ziele zurückbesinnen und sich dann überlegen, im Hintergrund wissen Ihrer Ziele, ob es sich jetzt in dem konkreten Einzelfall lohnt zu kämpfen
oder ob es vielleicht sogar besser ist, hier nachzugeben. Vielleicht geben sie einfach nach, erfüllen das so, wie es das der andere will und verabschieden sich dann und die Sache ist erledigt. Sie können sich dann vielleicht auf wichtigere Dinge konzentrieren, die sie ihren Zielen näher bringen. Vielleicht ist es aber doch gut, dass sie da jetzt sich irgendwie dagegen wehren oder was auch immer. Das muss man sich halt jetzt gut überlegen. Ja. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass sie erst handeln, wenn sie sich sicher sind, dass ihre Reaktion besonnen ist und auch sachlich ist. Ja. Also nicht irgendwie zu Beleidigungen oder sonst was hier greifen, das ist auf jeden Fall schlecht. Lassen Sie sich nicht von den Gefühlen, die Sie da haben, die bei Ihnen provoziert wurden, überrumpeln und geben Sie auch nicht zu schnell auf, sondern jetzt erstmal Ruhe bewahren, vielleicht einen Rat holen und dann überlegen, welche Möglichkeiten Sie haben und dann die beste Variante für sich aussuchen, die Sie Ihren Zielen weiter näher bringt. Okay. Ich werde auf diesem Kanal noch weitere Videos zum Thema Verträge, AGB, harmonische Geschäftsbeziehungen posten. Ich freue mich, wenn Sie hier reinschauen, wenn Sie den Kanal abonnieren, wenn Sie das Video liken, wenn Sie es teilen, auch wenn Sie Anmerkungen haben, gerne kommentieren unter dem Video. Und wenn Sie meine Hilfe brauchen, finden Sie meine Kontaktdaten auch unter dem Video. Und der Link zum E-Book finden Sie auch, der ist auch unter dem Video. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie ruhig in stressigen Situationen und bis bald.